schönen guten Abend in die Runde. Es freut mich sehr, sozusagen zum Auftakt zu der ersten Veranstaltung einer hoffentlich sehr langen und intensiven gemeinsamen Reise, euch, Sie heute hier in diesem virtuellen Raum herzlich willkommen zu heißen. Ich habe schon ein bisschen im Chat mitgelesen. Viele Bewohner natürlich der Region heute hier, aber wir sind durchaus auch sehr international vertreten. Ich habe gesehen, dass wir Schweizer Gäste dabei haben. Also ich glaube, es zeigt hier noch einmal diesen innovativen Ansatz. Hashtag 100 Minuten Zukunft. Was verbirgt sich da dahinter? Ich glaube, mit dem Thema dieser heutigen Reihe, nämlich mit dem Thema Umbruch, gehen wir hier sozusagen die erste Stufe. Es wird jeder von uns am eigenen Leibe, glaube ich, gerade in diesen Wochen und Monaten ganz besonders spüren, dass unsere Zeit in einem absoluten Umbruch steht. Und so steht auch unsere Region immer wieder in einem Umbruch, geprägt von zwei Metropolen, wenn man es so bezeichnet, oder zwei großen Städten. In der Mitte sozusagen ein ländlicher Raum, den wir schätzen, lieben, den wir aber gerade, was die Mobilität betrifft, auch sehr intensiv nutzen. Also ich habe mir das jetzt nochmal so überlegt in der Vorbereitung zum heutigen Abend. Es gibt, glaube ich, kaum ein Bewegungsmittel, das in unserer Region nicht fix verankert wäre. Denk an den Donauraum mit Schiff, ich denke an den Flughafen, der uns international in wenigen Stunden auf alle Plätze dieser Welt bringen kann. Ich denke aber jetzt auch ganz persönlich als eine Pendlerin, die jeden Tag sozusagen 70 Kilometer zur Arbeitsstätte hinter sich bringt in eine Richtung, an Auto, an Fahrradwege und so weiter. Also Mobilität ist, glaube ich, etwas, was uns persönlich, aber auch wirtschaftlich in vielen Bereichen prägt, wo es Herausforderungen für uns alle gibt. Ich glaube, das spüren wir auch am eigenen Leibe immer wieder, wo es Zukunftspläne gibt, was in unserer Region passieren soll. Und ich glaube, wir können das gemeinsam in die Hand nehmen und hier auch ein aktiver Player werden als Runde mit verschiedenen Ansätzen, um das nicht sozusagen dem Zufall zu überlassen, sondern es doch auch selbst in die Hand zu nehmen, in welche Richtung wir gerne unseren Lebensraum, dort wo wir unseren Lebensmittelpunkt haben, gerne weiterentwickelt sehen und welche Bedürfnisse wir da haben. Deswegen, wie gesagt, ich habe versprochen, ich halte mich kurz. Ich freue mich auf den ersten Block und glaube, dass es dann in der weiteren Folge mit den Themen Produktion, Klima, Digitalisierung, das wir jetzt auch gerade in dieser Minute nutzen und wo sich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel getan hat, wie wir selbst auch damit umgehen, bis dann sozusagen zum jetzt fünften Themenpunkt Konsum. Danke an das Projektteam für die Vorbereitung. Danke an alle Gastredner, die heute auch dabei sind und dieses Programm aktiv gestalten werden. Und ich freue mich einfach auf eine sehr spannende gemeinsame Diskussion. Wunderbar. Danke, Daniela. Sandra. Dankeschön. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Sandra Karanitsch-Abgall. Ich arbeite seit mittlerweile fast einem Jahr beim Regionalentwicklungsverein und ich darf heute hier für das ganze Projektteam sprechen und kurz erklären, worum es geht bei 100 Minuten Zukunft, beziehungsweise was wir uns dabei gedacht haben als Projektteam. Was Sie hier sehen, ist die Startseite von der Website. Da sind alle Infos drauf, alle Menschen, die mitwirken, vorgestellt. Es gibt laufend neue Beiträge. Die Aufzeichnung vom heutigen Abend wird in einigen Tagen auch dort zu finden sein. Also schauen Sie immer wieder dort vorbei, 100minutenzukunft.at, es lohnt sich.
Und wir reden jetzt kurz über das Konzept. Was haben wir uns dabei gedacht? Was steckt hinter 100 Minuten Zukunft? Die Idee war, uns zu Zukunftsthemen, die unsere Region betreffen, Themenkomplexe, die vielleicht über das, was wir wissen und können, in der Region hinausgehen, dass wir uns zu diesen Themen Expertise von außen hereinholen. Also diese Perspektive der Entwicklung auf der globalen Ebene, uns von internationalen Expertinnen und Experten erklären lassen. In einem weiteren Schritt wollen wir das dann herunterbrechen auf die österreichische, niederösterreichische, regionale Ebene. Und dazu haben wir eben nationale Gäste und Gäste, Gastredner, Gastrednerinnen aus der Region eingeladen. Und wo wir hinwollen, was unser Ziel ist mit dem Ganzen, warum machen wir das? Wir möchten gerne bei Ihnen als TeilnehmerInnen auf der individuellen Ebene Aha-Erlebnisse erzeugen oder sie dazu bringen, Ideen zu entwickeln für die Region. Also so, dass sie nach dem heutigen Abend rausgehen oder den Computer ausschalten und sagen, aha, so ist es also. So habe ich mir das eigentlich noch nie gedacht. Da kennt man ja vielleicht die eine oder andere Idee entwickeln und sie kommen dann vielleicht auf uns als Regionalentwicklungsverein zu und wir können gemeinsam was Positives in der Region bewirken. Also das ist die Idee hinter 100 Minuten Zukunft. Konzipiert ist es so, dass wir gerne über mehrere Jahre verschiedene Themen beleuchten wollen. Aber jetzt muss ich mal dazu kommen, wer ist eigentlich wir? Wir sind ein ganzes Projektteam, die an der Konzeption gearbeitet haben. Das ist einerseits die Karin Mottl vom Energiepark, druckender Leiter. Das ist der Fritz Hinterberger vom Austrian Chapter vom Club of Rome. Das ist der Hans Rupp vom Club of Rome Penuntum, auf den die Idee für diese Reihe zurückgeht. Der Name übrigens ist eine Idee von der Karin Mottl. Und im Projekt mit dabei ist auch die Gabi Preisinger vom Regionalentwicklungsverein, der Hannes Schaffer von Mecca Consulting, der die Region schon lange kennt, und der Peter Webhofer, der letztens gesagt hat, es fühlt sich eigentlich schon so an, als wäre er bei uns angestellt. Weil er gerade jetzt mit Beginn der Corona-Zeit unsere Region auch schon ein Stück begleitet hat. Und heute mit dabei ist auch die Eva Kleinferchner, die sich um die Technik und um den Ablauf kümmern wird. Und Gott sei Dank haben wir auch die Angelika Piesten dabei, die den englischen Vortrag auf Deutsch übersetzen wird, für alle, die das gerne möchten. Und danke an dieser Stelle natürlich auch an alle Förderstellen, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Heute geht es also ums Thema Mobilität 2050 mit Fokus auf Warenverkehr und Logistik und wie sich das in unserer Region global eingebettet entwickeln kann, soll, wird bis 2050. Wir haben diese Woche erst wieder gemerkt, dass Verkehr ein Thema ist, das eigentlich in alle Lebensbereiche hineinspielt, bei diversen Workshops, die gelaufen sind. Und deswegen macht es auch Sinn, dieses Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Heute starten wir, wie die Daniela ja schon gesagt hat, mit dem Thema Umbruch. Nächste Woche geht es weiter mit Produktion und die weiteren 3 Wochen folgen dann noch 3 weitere Themen. Und wir hoffen natürlich, dass wir Sie nicht nur heute, sondern auch zu den nächsten Terminen begrüßen dürfen. Heute aber, wie gesagt, das Thema Umbruch. Was heißt das eigentlich? Also ich habe mir heute gedacht, ich bin jetzt 37 Jahre alt und seit ich Zeitung lesen kann, seit ich angefangen habe, Nachrichten zu schauen, ist eigentlich immer die Rede von Umbruch, Krise, Veränderung, Unsicherheit. In den letzten Jahren fällt auch immer wieder das Wort Disruption. Und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, sich einmal die Frage zu stellen, welchen Umbruch wollen wir eigentlich? Und welche Veränderungen können für uns im Römerland Knuntum Positives bewirken? Oder wie können wir die Veränderung gestalten, dass sich das Positive auf unseren Lebensraum und auf unsere Lebensqualität auswirkt? Das sind unter anderem die Fragen, um die es heute gehen soll. Was auf Sie zukommt, auf euch zukommt heute, ist der globale Impuls von
Marco Vilenius, der uns heute aus Dubai zugeschaltet ist. Es wird dann nachher kurz Zeit geben, ihm auch direkt Fragen zu stellen. Danach folgen die regionalen Sprecher. Danke an Günther Ofner und Ralf Wunderer, die heute als regionale Experten hier auftreten. Und der dritte Part des Abends ist dann die Dialogrunde mit Ihnen als Teilnehmerinnen. Und da freuen wir uns auch auf Ihre Fragen und auf Ihren Input zum Thema. Und damit das Ganze geregelt abläuft, gibt es ein paar Spielregeln. Und da übernimmt jetzt bitte wieder der Peter. Er hat das eh schon kurz angesprochen. Genau, die sind relativ einfach. Rückmeldungen jederzeit einfach über den Chat, die einfachste Variante. Dann haben wir schon gesagt, die Handhebefunktion, wenn sich jemand zu Wort melden möchte, funktioniert sozusagen über Reaktionen ganz unten in der Leiste von Zoom und dann Handheben, beziehungsweise alternativ funktioniert es über Teilnehmer. Unten auf Teilnehmer klicken und dann auf Handheben. Wenn ihr euch zu Wort meldet, bitte 30-Sekunden-Regel. Und ich nutze das gleich. Ich starte nämlich jetzt die Dolmetsch-Funktion. Die Angelika hat jetzt sozusagen die Dolmetsch-Funktion übernommen. Und ihr könnt jetzt unten, wenn ihr den aktuellen Client installiert habt, in der Leiste sehen, da taucht so ein Dolmetsch-Symbol auf. Wenn man dort draufklickt, kann man sich die Sprache Deutsch auswählen und dann folgt ihr sozusagen der PowerPoint-Präsentation vom Referenten und der Stimme von der Angelika. Ist ab jetzt sozusagen aktivierbar und einschaltbar und ich gebe sozusagen Volé weiter nach Wien an den Fritz, der unseren Hauptreferenten von heute kurz einmoderiert und dann sind wir schon mitten im Thema. Ja, hallo, mein Name ist Fritz Hinterberger, die Sandra hat mich ja schon kurz vorgestellt, ich bin Vizepräsident und Generalsekretär des Austrian Chapter des Club of Rome and I'm very happy today to welcome my old friend Marco Vilenius. I'm afraid we know each other since almost 25 years or so. We've met at the Club of Rome and the World Resources Forum and other occasions. You are a professor of future studies at the University of Turku. You worked for the Finland Futures Research Center and you are a member of the International Club of Rome. And now in Dubai, where I learned and you are certainly invited to tell you more about your actual affiliation. You are, at your time, it's, I learned, kind of Friday evening, 9 o'clock Dubai time, because tomorrow is the Dubai-ish kind of holiday, Sunday. So you told us that you will be available after 30 minutes talk for a few questions. Peter will give you, will warn you after 25 minutes yes. that you have five. That's very kind. So, and well, without further ado, the floor is yours, Marco, and I'm very eager to hear your talk and see your presentation. Thank you. Thank you. Guten Abend. Sorry, my German is a bit rusty. My Finnish is even worse. So I'm really here at the Dubai, and I'm happy to talk to you about what futurist view on how world is going to change in the next 30 years, and also trying to draw some conclusions to the topic of the day, which is transport and logistics and all those aspects. It's certainly going to affect us all in a very different way. The changes that we are going to see. But as Fritz said, I start to share my screen. I have these various affiliations, but my kind of a key interest has always been future from different point of view, whether it's about the sustainability, whether it's about the value change, whether it's about the new technologies, whether it's about the food or
culture or what have you. And certainly here in the Dubai, I can see that this, in a way, represent the type of the future where a lot of people all around the world has come together. When I walk here in the streets of this city, I can see really a huge amount of people from different parts of the world coming together here. So in a way that also sort of represent the future, because we are not talking about only how different goods and services are flowing around the world, but also particularly how the how human flows are increasing as a part of globalization, as a part of sharing our ideas also in a new way. I also like to say a couple of more words about my work, because Finland, for some people, is easily connected to the future orientation. It's certainly in many ways a very progressive country, and it's been my pleasure to be a part of the development of Finland. We have this place called Finland Futures Research Center, as Fritz mentioned, and over the years and decades, I've been working a lot to rejuvenate and modernize the way we run in this country, but also many other parts of the world. But let's start to talk about the content itself. I think we are a bit overwhelmed about all what has happened during the last year. It is very clear that we are going through a certain tidal change. We've seen enormous impact of the pandemic to global economy as a whole. We have seen also enormous impact on our ways of life. And certainly some of the things and our ways of doing things that we sort of thought self-evident has been challenged over the last year. And I'm sure that out of this pandemic, we are going to see a bit different kind of idea, what type of the development we want for the future. So, and as we have not at all out from these exceptional times, it is very clear that we're still going to live and deal with this issue of the virus, which is ultimately an issue about the relationship between the human and nature, and how we're going to deal with this kind of events, because the globalization itself probably bring more of these similar kinds of events as we go towards the future. As said, this has been the effect of a corona has reached out everywhere in our society, in the supply systems, in our economy, in our value systems, in ways that we think that the economy develops over the future. So I think there is even less assumption after this pandemic that what we're going to see in the future is a kind of a steady development, always next year being a bit better than the last one. There will be more disruptions and more shakes. So what does it actually ask from us? What it really asks from us is more resilience. And how do we build more resilience in nations and regions such as your region is the key thing. So it's like asking for how do we prepare for the times where uncertainties are higher. And that asks a very different kind of a social and also economic mobility.
And this is the part of what I like to talk here. Now, if you think about what are those big driving forces that the futurists like to call megatrends, I like to take the point of view in our discussion to describe a little bit of these four these type of the megatrends that really all of them affect transport and logistics in a various way. And those four megatrends kind of pushes us to think about where are we actually in terms of our state of art, our state of art when it comes to how do we deal with nature, natural systems, how do we collaborate or how do we contest? What is our relationship? While at the same time, the new technologies such as AI and blockchain and Internet of Things and many others are ramping up and giving us a new opportunities as they also challenge our core current way of societies, but and as they also bring up new technological systems to control us. And from there, we can also say that, well, even if technology will be ever more important part of the life, it's also something to do with the humanity as we move forward and how we develop as a humanity, these changing humanities and as I would describe later, humanization would be something that also brings up new opportunities as it at the same time challenge our societies in a very new way. And in all of this, the important, ever more important aspect comes that we need to be much more clear than before, where are we going? What is our intention? What are our goals and objectives? What is our vision? And certainly what is our mission? And those things kind of shape our future as we move forward. Now it's pretty obvious, particularly if we think all this agenda that Club of Rome over the years and decades has brought forward, that all of these exponential developments that actually were initiated perhaps something over 60, 70 years ago in the mid of the last century and have been exponentially growing ever since, has put ourselves into a new, very new situation. So we have the planetary challenge, the overuse of natural resources, and this is just intensifying. We have the globalization, which has also, that has taken a very new strain as China and Asia particularly has become a much larger part of the picture. And there is something that we need to be dealing with, and that has to do with the path dependency. So there is the challenge for us is really to find new ways, new pathways, and to be more creative in the way that we are dealing with our regional and national challenges. And certainly there is an issue of the migration, which is, of course, also something that has been going on historically, but has been accelerated. Of course, we can say that in the course of the pandemic, that has stopped some of the human flows. But over the long term, the human flows, for many, many reasons, will be increasing, and all this result in speeding out of technology use. So it's pretty obvious that since we are investing much more technology than even 10 years ago, that will bring us results, particularly when it comes to these new emerging technologies, that we're going to have a very
new ways of dealing with the logistics, transport, material production, supply chains. All of those things will be affected by the increased use of these modern technologies. I myself, my office here in Dubai is 3D printed office, which was, by the way, printed in the China, and that is a one technology that's going to spread in the next 10 to 20 years radically, because we can foresee that with that technology we can find a huge resource efficiencies. Now, if pandemic has taught us something, it has really taught us that agility and flexibility and indeed resilience, what I mentioned earlier, are going to be emphasized greatly. And that's the name of this century. When we have to deal with that regionally and nationally, we are going to have to look much much more broadly. What are our resources? Particularly because if you look at the market situations, they are going to be more volatile. Whatever markets we are talking about, they're going to be more volatile. The trend is pretty obvious. And that means that all the regions, regardless of their location, need to become a very fast learners. So they need to be kind of a sensitive, they need to be working like amoebas, ever finding out new ways of dealing with all the new issues and reinventing themselves over the much shorter time than what has been case in the past. And there is a lesson to be learned also when it comes to things that we need to unlearn. So a lot of things that we have used to in ways that we are dealing with the world, with our economy, with our social life, and with our technology, we need to check whether they are still valid and current, or do we need to get rid of them and find something new. So the issue about the unlearning becomes a big issue, because the problem that we easily get in these times is that we get to our kind of a stuck in our own belief systems and all various ways of doing, while they are not anymore valid in our world. So I like to emphasize that as we move forward, it's ultimately our human skills that in all the capacity that's gonna kind of play an ever bigger role. We tend to think that the money and the technology decides, but it's almost like a paradox to think that ultimately it's more to do with how we are able to increase and attract human talent that ultimately decides whether our regions and cities and towns and rural areas will be successful or not. So that needs to be something that we need to be keeping in mind, that in this world where economy seems to be playing and technology seems to be playing ever big role, it's ultimately us human beings and what we are, what type of the competencies and knowledge and the know-how we are building in our region that ultimately defines the game. So moving forward, I'd like to give you a little bit more refined a picture of how I am as a futurist
see actually what is this upcoming decades. So this is the starting point that I look at the future. It is not a novel thing to say that we need to learn first from the past to understand how the future unfolds. And certainly this is the one kind of a diagram that I have been working with over the last, let's say, 10 years to understand how these dynamic patterns of societal changes actually work. And to me, it has become quite clear that there are indeed these patterns of change, these waves that has since the industrialization started some 200 years ago. We have had now 5 waves, and now we are moving into the 6th wave. And all of these waves, we tend to have a crisis. And this crisis that we are now talking about was the financial crisis that started 2008. And we are just about kind of a getting out of that. But of course, we slumped into another type of the crisis. But these societal waves of the development move from here, and I believe that they are all gonna have a next waves and next waves, because it's not only about the economy and technology, even if each of the wave is signified by certain technologies, but it's about how they actually disrupt societies in a larger way. So here is another way of understanding that, so that it's been an evolution of how we adapt to different human needs actually, and we build technologies to adjust to that. So technology is like an extension of the human arm here. And I believe strongly that as we move now to this 6th way, we're gonna deal with issues in a new way. And this new way meaning that we are building more intelligent and certainly more resource efficient technologies to serve for our material, economic, and social, and you could say even spiritual causes. Ultimately, when we think about what it does to our economy, it builds up a new kinds of efficiency to the materials that we are using, the energies that we are using. But ultimately, it is really building up a very new kind of and less conflictual relationship with between a human, technology, and nature. So what we are seeking in this upcoming 6th wave, upcoming decades, is more intelligent solutions. More intelligent solutions mean that we need to find new ways how we build a communication, transport, logistics, our value chains in general. And we need new technologies for that, but we need also new type of innovative ways how we build up the resource efficiency. If you think about the societies, how they have evolved this far, particularly in terms of the economy, the emphasis has been kind of in the labor productivity, so how much we get out of our labor. But resource aspect brings a totally different point of view, because if we are very bad in something in our current economy, it is indeed in ways that we are using our resources, because we are actually not using them very wisely. We are squandering our resources. We are overusing, particularly our natural resources. And we are also inducing consumption patterns that are totally unsustainable. So those are the areas that's going to change. Also throughout the pandemic, we have seen now a lot of new talk about what's the point of these global supply chains,
For instance, because suddenly a pandemic brought to attention that it doesn't make sense, there are issues and problems there, and what about if we start to put a price on the carbon, which has been intensified the whole discussion about that we need to internalize the price that is there when we are emitting carbon in the atmosphere. And in the coming years and decades, we're gonna see that we need to have a kind of a global carbon stock and a stock exchange. We need to place a price to the carbon. And again, that's gonna have a big shock to the global supply chains, but we are going with that through a more intelligent solutions. And that happens while, as I mentioned before, we are getting into very new kind of a situation where we as a globe are moving into situations. Sorry, for some reason this doesn't show very well. We are moving into the situation where Asia and China start to play a dominant role. In fact, if you look at the clear statistics, it shows that non-OECD countries tend to outweigh OECD countries at the end of this sixth wave in 2050. It's going to be a huge shift that has not been seen in 250 years in terms of the economic and political and also military weight. Now here, I wanted to show you something. Here is the World Economic Forum, the Global Risk Report, that was published just before the COVID times. And you can see from there that that those risks that were globally seen as most important ones has a lot to do with this conflict of the nature, climate action, nature, extreme weather, biodiversity loss, natural resources, and so forth. And those still prevail. Now, what is of course remarkable was that that this risk that ultimately sort of was triggered was not seen as important, not as severe as those ones, and yet we had to encounter that one. But that again talks more about, not about our capacity to foresee things, but the necessity to be resilient for any type of unexpected event that Marco, yes? There are 3 minutes left for you. Yes, okay. That there are those unexpected events that always seem to be taking place, whatever happens. So when we kept this thinking of all of this, is it means that particularly when we look to the next 10 years, which is a kind of a for a future, is that it's a sort of a short-term view. We need to be thinking about how we build up agility in our regions. As I said before, this is something which is hugely important. And when it comes to dealings with outside world and the role that we want to play in the larger community, we need to think it from this agile point of view. And we're gonna see also all around the world how new investments are flowing to those type of the resource efficient technologies that enable more fluid systems, enable more efficiency, and all the regions that see themselves that they want to be still on the top of the things need to be a part of that those type of the investments. And then lastly, that the human capital and the talent indeed becomes
a kind of a centerpiece. So we need to think in terms of how do we attract those people that are needed to build this kind of idea of the hub that produces something particular and serves some higher purpose, you know, for the world, has its kind of a economic stake there and enables the region to succeed. Okay, with this, I'd like to stop and I hope to have a couple of good comments and critiques and questions before we move on in this seminar. Wonderful, thank you very much. Ihre Fragen sind jetzt an der Reihe. Sandra, ich glaube, du hast die eine oder andere Frage schon übersetzt. Ich habe die zwei großen Fragen aus dem Chat mitgeschrieben. So, ich sage es zuerst kurz auf Deutsch und übersetze dann auf Englisch für den Marco. Hans Rupp fragt, welchen Einfluss der 3D-Drucker auf die globalen Warenströme haben wird in Zukunft. So, Marco, Hans Rupp wants to know, since you sit in a 3D printed office yourself, what do you think, how will the 3D printer influence the global transport system in the next years, maybe 20 years? How will global transport change due to this technology? Well, it's simply gonna be a huge change because what 3D printing really enables is a local production, of course. That's the whole point of it. So it means that that we are not going to see in the future the same type of the flows of the goods and the materials as before. That's definitely going to change. And for instance, here in Dubai, there is a strategy that at least a third of the buildings will be new buildings will be built using 3D technology here in this decade. So I really see this highly sort of an interesting localization trend, which also means that those that go on with that technology and that comes a part of those networks that are enabling those technologies will have a bigger say in the global economy, because this rationale of resource efficiency that I was mentioning so many times is particularly supporting strongly of 3D printing. So I see a great future for that technology. Thank you. I think we have time for one more question. Ich glaube, wir haben noch Zeit. Eine Frage. Es kamen ein paar Fragen im Chat zum selben Thema. Wie geht diese Entwicklung zusammen mit dem Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit, nach Stabilität? Und wie schafft man es, die Menschen zum Umdenken zu bringen und von ihren eingefahrenen Mustern wegzukommen? So, to translate to you, there were two or more questions in the chat relying to the same topic, which you told us the concept of unlearning things are not good for us in the future. So can this be forced top down, or is this something that has come from the individual, and how can we bring that together with the need of humans for stability and security? Yeah, I don't like the idea of the enforcement very much, so it's probably not the way we should be doing these things, even though we have been enforced to do a lot of things, of course, as a result of the pandemic. So it's a bit kind of funny to say that, but maybe I tell my own example, and it's a very current one. It's here in Dubai. So I'm building here something which is called Dubai Future Academy,
where the whole idea is that I'm training all the people here in the public sector to think and rethink about the future. So I give them the tools and methods. I run courses together with a lot of my colleagues. I've been building a team here. And the whole idea is that the idea of the future fit means that if you are working for the public good, then you need to be able to constantly to rethink and see yourself as kind of a upskilling yourself, what's going on really in the world. And I think if we get sort of a top down and bottom up this kind of a movement there, so that we are sort of more connected to reality and what's going on and what are those opportunities and what are those challenges of the future. And it becomes a quintessential part of the way that we are building our kind of a learning schemes. That what I mean by unlearning also, that we are challenging our current way, what we have learned this far. And the only way actually to do that is not to say that you're just unlearn everything that you have understood this far. No, you need to build something else there. You need to be able to keep build the capacity to reinvent the ways that you see the world and see the opportunities and challenges. So it's really about that. There are three aspects of here. So one is about the cognitive capacity. And cognitive capacity is really to understand what are those key trends, how they actually evolve. And it's a knowledge about the content and knowledge about the world. And the second aspect is this kind of what I call the motivational capacity, which is about how much do we have are we connected to the future? So do we have a positive approach about the future? And do we build on that in a really well, or do we only see the challenges and the gray skies and dooms this and dooms that? I mean, it's important to see and understand the risks, but at the same time, it's much more important to have something positive, everything is funny, but it is really about having a positive outlook. And that positive outlook requires that you have this clarity about what you want to do as an individual, as organizations, as a region, and of course, ultimately as a nation. And then the third aspect is what I call the active skills, so that we empower people to understand that this is not the time in the history and the future, even less so, that we remain passive, that we need to be kind of active contributors in whatever place we are in a society, whatever age we are, and we need to see ourselves as active contributors. And this is also a bit hard for some of us who have learned to be kind of a bit like a passive, do our duty, do our task, take care of our home, take care of our family, and that's it. The world needs more of us as active contributors. And these three aspects, these cognitive, motivational aspect capacities and active skills, I call futures literacy. And this is what I'm really teaching here. And everywhere I go, I'm also UNESCO chair, and I do this kind of work through UNESCO very much. Wonderful. Okay. Thank you very much for this very inspiring talk. I'm afraid we run out of time for more questions, but maybe we can pass you on the questions that are still in the talk, and you can reply to them per email later on. Absolutely. We do not lose them. Thank you very much. Thank you. What I take home for myself is this concept of unlearning, to be able to embrace the future, be positive and gather knowledge and motivation. Also, was ich persönlich heute mitnehme aus diesem inspirierenden Vortrag ist, dass man
eingefahrene Wege verlassen, also verlernen kann und mit Wissen und Motivation sich für die Zukunft rüstet. Das ist ja auch genau das, was wir hier versuchen. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zum regionalen Teil unseres Abends. So, thank you once again very much, Marco. Thank you. Thank you. Alles gut. Herzlichen Dank und herzlichen Dank auch für die Übersetzung, die ich an dieser Stelle wieder stoppe. Liebe Grüße nach Klagenfurt. Okay, okay, bitte sehr, einen guten Abend. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also alle Fragen im Chat, die jetzt noch nicht beantwortet werden konnten, werden wir dem Marco Vilenius per E-Mail zukommen lassen und können dann per E-Mail oder via Homepage beantwortet werden und von euch nachgelesen werden, von Ihnen nachgelesen werden. Gut, die regionalen Sprecher, die wir heute eingeladen haben, scharren wahrscheinlich schon in den Startlöchern. Ich habe aber vorher noch eine kleine Zahlenspielerei vorbereitet als Einstimmung auf den regionalen Teil. Das heißt, ich werde jetzt wieder meinen Bildschirm teilen. Ich bin ja froh, dass ich ein bisschen länger reden darf als 30 Sekunden, sonst wird sich das alles nicht ausgehen. Genau, wobei so. Immer das nur überlegen muss, Sandra. Okay, na dann. Ich werde Highspeed umschalten. Wir haben erst 5 Minuten Verzug. Okay, gut. So, sehen alle? Ja, einen weißen Bildschirm hoffentlich. Genau. Also es geht jetzt um 3 Zahlen aus der Region zum Thema Umbruch. Die erste Zahl, da geht es ganz basic darum, wer sind wir und wie viele. Also das Römerland Carnuntum besteht aktuell aus 30 Gemeinden und in diesen 30 Gemeinden leben über 90.000 Menschen. Das heißt, wir sind in Niederösterreich eine sehr dicht besiedelte Region und wie man an der Vergleichszahl von 2001 sieht, sind wir auch eine Wachstumsregion. Also wir haben kein Problem mit Landflucht und Abwanderung, wie das in anderen Regionen der Fall ist, eher im Gegenteil. Wir sind ein attraktiver Raum, die Leute wollen gern hier wohnen und arbeiten, mit allen Vor- und Nachteilen, die das auch mit sich bringt. Die zweite Zahl ist zur erneuerbaren Energie. Also der Anteil der erneuerbaren Energie in unserer Region am Gesamtenergiesystem, sprich Strom plus Wärme und Verkehr, beträgt laut Norbert Koller vom Energiepark 2020 40-44%. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht denken, jetzt haben wir so viel Windradeln bei uns herumstehen und trotzdem haben wir nur 40% erneuerbarer Energie. Wie gibt es denn das? Das liegt daran, dass die Windräder Strom produzieren oder für die Stromproduktion gedacht sind und der Strom insgesamt nur 20% am Gesamtenergiesystem ausmacht. Also wenn man sich das im Hinterkopf behält, sind die 40% eh super. Ja? Und für die dritte Zahl brauche ich jetzt eine eigene Folie, weil die so groß ist. Und da sind wir wieder bei der Mobilität. Und zwar sind das die Fahrzeuge, die jeden Tag auf der A4 unterwegs sind, also der mittlere tägliche Verkehr an der Zählstelle Bruck an der Leiter. Da muss man ein bisschen was dazu erklären. Das sind jetzt die Fahrzeuge, die täglich unterwegs sind in 3 verschiedenen Monaten, Jänner, April und Juli, in 3 verschiedenen Jahren. Die dunklen Teile von den Balken, so jetzt bin ich weg, ist immer der Schwerverkehr, also die Lkw, und der hellere Teil des Balkens sind die Pkw, also der Individualverkehr. Und was man sieht, ist, dass von 2012, das sind die ältesten Zahlen, die die ASFINAG online hat, bis 2019 schon in diesen 7 Jahren der Verkehr schon sehr stark zugenommen hat. Sowohl der Transport als auch in viel größerem Maße noch der Pkw-Verkehr. 2020 war ein bisschen anders. Das sieht man auch an den andersfarbigen Balken. Also im Jänner ist ja alles noch ganz normal. Wir haben eine kleine Steigerung im Vergleich zum Jänner 2019. Aber im April 2020, wo wir im Lockdown waren, im ersten großen Lockdown, sieht man, haben wir einen extremen Rückgang. Also im April 2019 hatten wir insgesamt über 65.000 Fahrzeuge jeden Tag, die
am Bruck an der Leiter vorbeigefahren sind. Und im April 2020 waren es täglich nur knapp 20.000. Das ist zwar immer noch viel, aber es ist ein Einbruch um mehr als zwei Drittel. Beim Schwerverkehr oder beim Transport ist dieser Einbruch viel geringer. Und was man auch weiter unten auf der Folie sieht, dann am letzten Balken, er hat sich auch viel schneller wieder erholt. Er ist viel schneller wieder quasi aufs Ausgangsniveau zurückgekommen. Das heißt, man könnte vielleicht interpretieren, ist umbruchresistenter oder, wenn man es positiv formulieren will, krisenfester. Und damit bin ich schon am Ende mit meiner Zahlenspielerei. Sandra, ganz eine schnelle Rückfrage aus dem Chat. Ist bei der Energie der Flughafen und die OMV mit dabei? Die Frage müsste ich weitergeben an die Karin Mottl vom Energiepark, weil von denen haben wir die Zahlen. Sozusagen der Übergang an die genau, Karin. Genau, passt hier perfekt, weil die Karin ist als nächstes dran. Machen wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Genau. Per se bei der Produktion ist es dabei, ja. Wer da genauere Zahlen sehr gerne hätte, einfach direkt an uns wenden, können wir gerne noch genauer anschauen. Ja. Aber das, was ich jetzt sehr gerne machen möchte, ist unsere regionalen Speaker vorzustellen. Und das sind zwei Herren. Und ich habe sie genannt, einmal der Herr der Lüfte und einmal der Herr des Raumes. Ja. der Herr Dr. Ofner ist als gelernter Jurist quasi unser erster regionaler Sprecher, der ganz, ganz viel Expertise mitbringt in leitender Position, beginnend in der Medienforschung über die politische Akademie bis hin zu diversen österreichischen Energie- und Telekom-Unternehmen und ja, seit 2011 Herr des Flughafens und Vorstandsdirektor gemeinsam mit Magister Julian Jäger, und damit the floor is yours. Ja, vielen Dank, einen schönen guten Abend. Ich würde einleitend gerne sagen, dass ich mich sehr vielem, was unser heutiger Referent gesagt hat, anschließen kann. Ich glaube, es war eine gute Analyse, aber vor allem auch eine ganz wichtige Anleitung, nämlich, dass wenn wir über Zukunft reden, dass wir ein positives Bild vor uns haben sollten und dass natürlich die notwendige Energie, die wir brauchen, um die Dinge zu gestalten und zu verändern, eher verpufft oder behindert wird, wenn irrationale Ängste und Untergangsszenarien und pseudoreligiöse Verschwörungstheorien und anderes Überhand gewinnen. Und deshalb glaube ich, dass es eben ganz besonders wichtig ist, dass wir erkennen, dass eben Agilität, Flexibilität und Bereitschaft zum Lernen und auch Geschwindigkeit im Umsetzen von Lernnotwendigkeiten wirklich die entscheidenden Ansatzpunkte sind, um die Zukunftsprobleme zu lösen. Und dazu kommt etwas, was glaube ich, die gesamte Menschheitsgeschichte immer wieder zum Positiven gewendet hat, nämlich, dass unser Erfinder- und Innovationsgeist dazu führt, dass wir auch angesichts wachsender Probleme auch eine höhere Problemlösungsfähigkeit entwickeln, dass die Vernetzung, die globale, durch Internet und durch einfach das globale Dorf, in dem wir leben, dazu beiträgt, dass der Wissenstransfer wesentlich schneller und effektiver stattfindet und dass daher schneller gelernt werden kann und auch Fehler, die andere gemacht haben, sehr rasch erkannt und vermieden werden können. Und schließlich und endlich, dass uns viele neue Technologien zur Verfügung stehen. Ob das jetzt das Ausdrucken ist, wie wir es vorher gehört haben, oder ob es neue Energieerzeugungstechnologien sind, ob es neue Antriebstechnologien sind. Überall stehen wir vor ganz entscheidenden Durchbrüchen. Und da ist, glaube ich, gerade in Europa oder auch bei uns in Österreich viel zu viel Skepsis und fast pseudoreligiöse
Wahnvorstellung da, die sich also gegen Technologie und gegen technischen Fortschritt richtet, wobei auf der anderen Seite der einzige Ausweg aus den Problemen der Menschheit die technologischen Instrumente sein werden, die sich uns bieten. Und heruntergebrochen auf unsere Tätigkeit, es ist ein reiner Zufall, dass auch heute vom ACI Europe eine Pressekonferenz stattgefunden hat, wo der Plan vorgestellt wurde, eben die Luftfahrt bis 2015 CO2-frei zu führen. Etwas, was eigentlich als Illusion von vielen belächelt wurde, was aber jetzt auch in einem Aktionsprogramm dargestellt wird, wie man dieses Ziel erreichen könnte. Und es zeigt sich eben, dass mit Hilfe synthetischer Treibstoffe, und da braucht man gar nichts Neues erfinden, die Technologien dazu gibt schon, die müssen nur vervollkommnet werden. Natürlich auch mit Hilfe neuer Werkstoffe und mit Hilfe weiterer technischen Entwicklungen, es keine Utopie ist, sondern durchaus realisierbar, dass eben der CO2-Ausstoß aus dem Luftverkehr weitgehend verschwindet oder überhaupt auf Null reduziert wird. Angenehme Nebenerscheinungen dieser technologischen Verbesserungen sind auch, dass zum Beispiel der Lärm, der mit dem Flugverkehr verbunden ist und der natürlich in unserer Nachbarschaft ganz besonders spürbar wird, dass der deutlich reduziert werden kann. Also wer heute, wenn denn einer fliegt, aber einen Dreamliner nach Schwechat kommen sieht, der wundert sich, warum er nichts hört oder fast nichts hört. Also schon jetzt sind die moderneren Flugzeuge natürlich wesentlich leiser. Wo ich glaube, dass man keine wirkliche Prognose abgeben kann, ist, inwieweit sich tatsächlich die Materialströme im globalen Verkehr verändern. Was man mit einiger Gewissheit aufgrund der Pandemie sagen kann, ist, dass es Veränderungen in der Gestaltung der Logistikketten geben wird, weil man aus Anlass der Covid-Pandemie gesehen hat, dass leider die Logistikketten sehr verletzbar waren. Und daher wird das Thema Lagerhaltung oder Eigenproduktion und Diversifizierung von Lieferketten sicher an Bedeutung zunehmen. Es wird aber nicht dazu führen, dass die Vorteile einer globalen Arbeitsteilung deswegen vernachlässigt oder überhaupt über Bord geworfen werden. Also ich glaube, der Prozess der Globalisierung wird sich weiter vertiefen und fortsetzen, weil er zum Vorteil aller ist. Und die Aufgabe, die uns gestellt ist, dass eben die negativen Wirkungen, die mit einer fortschreitenden Globalisierung verbunden sind, eben durch neue Erfindungen, durch Optimierung, durch Lernen, durch Technologie vermindert oder überhaupt zur Gänze ausgeschaltet werden. Wenn man über die Verkehrsströme in der Zukunft nachdenkt, dann glaube ich, dass wir, was den Flugverkehr anbelangt, jedenfalls davon ausgehen müssen, dass es zu einem massiven weiteren Wachstum kommen wird, auf globaler Ebene jedenfalls. Und es ist ganz einfach, sich das vor Augen zu führen, warum das passieren wird, weil von den heute lebenden Menschen sind nicht einmal 20% noch in einem Flugzeug gesessen. Gleichzeitig aber entwickelt sich die Welt, wenn man es ökonomisch sieht, sehr, sehr stürmisch und sehr positiv. Es sind 3 Milliarden Menschen in den letzten 30 Jahren aus bitterer Armut in den Mittelstand global gesehen aufgestiegen und dieser Prozess geht weiter. Und daher ist natürlich davon auszugehen, dass diese Menschen auch reisen werden. Und zwar auch mit dem Flugzeug reisen werden, so wie wir es jetzt tun.
Und daher wird das Wachstum mit Sicherheit weitergehen, vielleicht nicht bei uns oder am wenigsten bei uns hier in Europa, aber global gesehen mit Sicherheit. Und die Vorstellung, dass man sozusagen durch gutes Zureden die Menschen dazu bringen soll, heute ein bisschen weniger zu reisen und damit die ökologischen Probleme zu lösen, das wird nicht funktionieren. Und die Verpflichtung, die wir haben, ist weniger den anderen zu predigen, wie sie sich verhalten sollen, sondern die ist, glaube ich, vor allem ihnen die bessere Technologie anzubieten, damit sie eben auch ihre Bedürfnisse, ihre Entwicklung vorantreiben können, ohne dass sie dabei globales Unheil anrichten. Lieber Herr Ofner, wir haben noch 1,5 Minuten circa. Was noch, glaube ich, in der Region sehr wichtig ist, was schon angestoßen wurde, ist die Zugverbindung Richtung Bratislava. Das ist eine entscheidende Voraussetzung, um das beschriebene Verkehrswachstum auf der A4 zu reduzieren. Hier gibt es Gott sei Dank eine Entscheidung der Bundesregierung, dieses Projekt anzugehen. Und das wird für die gesamte Region von größter Bedeutung sein. Es ist natürlich auch ein Megaprojekt, das rund 1,5 Milliarden Euro verschlingen wird. Es sollte ursprünglich erst bis 2036 realisiert werden. Es wurde jetzt angekündigt, dass es auf 2028 vorgezogen wird. Und das ist sicher eine der wichtigsten verkehrspolitischen Weichenstellungen, die notwendig sind. Super, vielen Dank. Es war eine Punktlandung. Wie immer. Wie immer. Bei uns ist alles pünktlich. Ja, das muss auch so sein. Ja. Sonst kommt alles durcheinander. Ein schöner Satz. Der Herr der Lüfte mit der Punktlandung. Jawohl. Karin, bitte. Ja, vielen lieben Dank. Und damit darf ich quasi vom Herr der Lüfte zum Herr der Raum, des Raumes übergeben. Ja, ja Tag. Ralf Wunderer, der als gelernter Landschaftsplaner, ja, wer kennt den Ralf in der Region auch nicht, ja, genauso wie den Herrn Dr. Ofner, staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker. Und ich bin mir ganz sicher, alle, die hier in der Region leben oder die Region gut kennen, sind schon durch den einen oder anderen Park, Grünfläche, gestaltete Bereich in einer Gemeinde durchgeschlendert. Und wir freuen uns sehr so auf deine Sichtweise. Was ist in der Region da und was kann Disruption da auch bedeuten? The floor is yours. Danke, Karin. Ja, schönen Abend auch von meiner Seite. Ich gebe ganz ehrlich zu, wie ich erstmal kontaktiert worden bin bezüglich dieser heutigen Veranstaltung, war ich kurz einmal skeptisch und habe gedacht, warum rufen die mich an als Landschaftsplaner, als Raumplaner? Was soll ich dazu beitragen? Bin dann kurz im gemeinsamen Gespräch in mich gegangen. Die Karin kann sich erinnern. Und bin dann draufgekommen, dass wir als Raumplaner sehr intensiv mit Fragen der Mobilität, dem Güter, dem Bahnverkehr befasst sind. Wenn man sich unsere Region anschaut, unsere regionale räumliche Entwicklung wird sehr intensiv von hochrangigen, höherrangigen Verkehrsträgern in der Region beeinflusst. Die Ostautobahn, die Ostbahn selber, natürlich auch der Flughafen beeinflussen unsere gemeinschaftliche Entwicklung teilweise mehr als Fragen der Bodenbonität, der naturräumlichen Qualitäten oder sonstiges. Das heißt, das sind Dinge, die schon sehr, sehr intensiv auf unser gemeinsames Sein Einfluss nehmen. Trotzdem sehe ich mich heute in erster Linie als interessierter Zuhörer, darf mich auch bei dem Marco Vilenius sehr bedanken für seinen inspirierenden Vortrag und auch beim Dr. Ofner für seinen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung, was Flugverkehr betrifft. Sehr spannend für uns. Werfen wir vielleicht einmal, ich möchte es runterbrechen auf unsere regionale Situation. Wenn man sich die Region Carnuntum anschaut, wir sind inmitten eines extrem dynamischen Entwicklungsraums zwischen zwei Bundeshauptstädten,
mit Wachstumsprognosen hinsichtlich Wirtschaft, aber vor allem Bevölkerungsentwicklung, die ja, sich jedes Jahr überholen. Die Entwicklung steigert sich jedes Jahr. Gleichzeitig ist unsere Region aus nationaler Sicht noch mehr aus globaler Sicht ja ein kleines Fleckerl, das sich aber extremst heterogen zeigt. Wir haben Richtung Schwächert, also das heißt Richtung Westen, eigentlich fast suburbane Strukturen, Richtung Osten sehr dörfliche Strukturen. Ich würde als Heimburg nicht irgendwie beleidigen, ist natürlich eine Stadt, aber trotzdem rundherum gibt es hauptsächlich dörfliche Strukturen. Dazwischen sehr, sehr wertvolle Naturräume mit dem Nationalpark Donau und den Leitauen. Also ein sehr, sehr, sehr heterogenes Siedlungskonglomerat. Und das Ganze wird durchdrungen von teils linearen Verkehrsträgern, der Ostbahn und der A4, die ja eigentlich jetzt gar nicht für den Warentransport da sind, der die Region direkt versorgt, sondern großteils für Transporte, die durch die Region durchgehen. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie die Region überhaupt darauf reagieren kann. Wir sind nämlich in der Region oft nur Zuschauer und agieren und reagieren können, aber nicht agieren. Das heißt, viele dieser höherrangigen Verkehrsträger sind einfach da und entwickeln sich. Und das ist ein sehr, sehr spannender Gegensatz, mit dem wir täglich hier zu tun haben. Ich schaue da kurz weiter. Ich habe nämlich einen herrlichen Spickzettel gemacht, um zu sehen, was ich heute alles kurz beitragen will. Viele sehen natürlich diesen Warenverkehr durch die Region kritisch. Wir haben Emissionsauswirkungen, es ist laut, es stinkt teilweise, es gibt räumliche Trennwirkungen. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ein Teil oder ein großer Teil der Wertschöpfung in der Region natürlich durch den Flughafen zum Beispiel als großen Arbeitsgeber initiiert ist. Genauso haben die A4 und die Ostautobahn zumindest zeitweise eine sehr hohe Effizienz bei der Anbindung für Pendler an Wien. Also wir profitieren ja auch durchaus von diesen Verkehrsachsen. Und wir als Raumplaner versuchen ja immer gemeinsam mit den Gemeinden eine gesamtheitliche Entwicklung, auch was den Verkehr betrifft und die Mobilität betrifft, abzuschätzen und dann mit unseren Planungsinstrumenten, Flächenwidmungsplan, örtliches Entwicklungskonzept, auf diese Entwicklungen zu reagieren und ein synergetisches, gemeinsames, sinnvolles Miteinander quasi zu entwickeln. Das Thema Verkehr, Mobilität war aber bei unserer Arbeit bis vor 10, 15 Jahren ein sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandeltes Thema. Das heißt, es wurde auf lokaler Ebene heruntergebrochen. Es war quasi allgemein klar, das ist vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, der klassische Pendler setzt sich entweder in sein Auto oder fährt mit dem Zug nach Wien. Der Student fährt auch mit, der Schüler fährt mit dem Bus in die Schule und der Landwirt braucht dann eine breite Ausfahrt in seinem Hinterhausbereich, damit er mit dem Traktor rauskommt. Das war es dann eigentlich schon. Nicht einmal Radwege waren damals Thema, wenn dann maximal für den sanften Tourismus. Mit der immer schneller fortschreitenden technischen Entwicklung ist es jetzt natürlich schon so, dass sich hier ein Umdenken stattfindet, auch mit der Wertschätzung für regionale Produkte, für den Boden, für die Natur, ist es so, dass man viele Entwicklungen vielleicht kritischer sieht als vorher und auch diese aktuelle Pandemiesituation mit dem starken Aufkommen von oder mit der starken Akzeptanz von Homeoffice ändert natürlich einiges auch für die Region und für die zukünftige Siedlungsentwicklung und Planung. Wenn man schaut, zum Beispiel ein kleines Beispiel, ein einfaches Beispiel, E-Bikes machen auf einmal Radwege nicht nur interessanter außerhalb der Ortschaften, sondern auch innerhalb der Ortschaften und sogar für die lokale Bevölkerung interessanter, für alle Generationen und nicht für irgendwelche Touristen. Auch fußläufige Anbindungen sind auf einmal Thema. Das war jahrelang stiefmütterlichst behandelt. Inzwischen ist es so, dass wir bei Siedlungsneuentwicklungen auch darauf schauen, wie ist diese Siedlung fußläufig mit der örtlichen Infrastruktur verbunden? Können Schülerinnen, ältere Personen leicht fußläufig in den Ort gelangen? Das sind lauter Themen, die früher völlig egal waren oder kaum behandelt wurden, aber Mobilitätsthemen sind und mittlerweile eben mit gestiegener Wertschätzung ganz anders gesehen waren.
gesehen werden. Beim Thema Homeoffice ist es so, dass sich natürlich dadurch eine wesentliche Veränderung ergeben könnte, wenn man nicht mehr täglich nach Wien pendeln muss, wenn man im Ort verbleibt. Es ergeben sich dadurch aber natürlich auch wieder ganz andere Fragen, was die Ortschaften selber betrifft. Es wird vielleicht auch in kleinörtlichen Strukturen auf einmal notwendig sein, mehr Freizeitmöglichkeiten anzubieten, weil wenn ich 4 Tage in der Woche den Ort nicht verlasse, weil ich zu Hause arbeite, habe ich natürlich ganz andere Ansprüche, als ich es vorher gehabt habe. Oder es wird vielleicht auch in kleinstrukturierten Ortschaften auf einmal möglich oder notwendig sein, Gemeinschaftsbüros zu entwickeln, weil eben nicht 99% der Bevölkerung nach Wien fahren, arbeiten, sondern im Ort verbleiben und gleichzeitig nicht ganzen Tag mit den eigenen Großeltern im Haus sitzen will. Also das sind Dinge, die natürlich schon starken Einfluss auf unsere räumlichen Entwicklungen haben können. Das Gleiche sind zum Beispiel selbstfahrende oder ähnlich selbstfahrende Taxis, die zum Beispiel dann das Kfz wirklich nicht mehr notwendig machen und die Möglichkeit bieten, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche, mich zu anderen Orten zu bringen oder die Anschlussmöglichkeit an die Bahn zu ermöglichen. Lieber Herr auch Wunderer, Entschuldigung, das unterbreche ja. 2 Minuten noch nur als Hinweis. Okay, ja, auch die Wertschätzung der Lokalproduktion wird natürlich immer wichtiger und dadurch verkürzen sich vielleicht auch Produktions- und Transportwege. Aber, und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen provokativ, all diese Entwicklungen können wir als Raumplaner quasi nur wahrnehmen und aufnehmen und etablieren, wenn sie von uns und vor allem von den lokalen Entscheidungsträgern auch verstanden und akzeptiert werden. Nur was verstanden wird, akzeptiert wird, wird auch in die langfristigen Planungen berücksichtigt werden. Und da kommen wir jetzt eben zu den Dingen, die die Kommunikation betreffen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass neue Entwicklungen nicht nur von übergeordneten Stellen einfach übergestülpt werden, Smart Cities und so weiter, sondern dass die entsprechend erläutert, entsprechend transparent erklärt werden, weil nur dann werden eben die lokalen Entscheidungsträger und wir als Planer die Möglichkeit haben, diese Entwicklungen auch zu berücksichtigen und in unsere Planung einzubinden. 2 Beispiele vielleicht am Schluss. Ein ganz schlimmes Thema in der Region, die Breitspurbahn, die ja schon oft diskutiert wurde. Ich kann als Raumplaner nicht abschätzen, ob die notwendig sein wird. Ich weiß es nicht. So weit kenne ich mich mit internationalen Warnströmen nicht aus. Nur wenn sie notwendig sein sollte und kommen sollte, dann stellt sich schon die Frage, ob man sich einer Diskussion darüber gänzlich verschließen soll, aus Prinzip, oder ob man nicht zumindest mitdiskutiert und dann versucht, diese Entwicklung mitzugestalten, indem man die Ausgleichsmaßnahmen mitdiskutiert und sich zumindest damit versucht, auseinanderzusetzen und mit offenem Ausgang. Und ähnlich ist es, und dann bin ich schon am Ende, meine Ausführungen mit dem Flughafen Wien. Wir betreuen ja auch einige Flughafen-Umlandgemeinden als Ortsplaner und es ist für uns immer wieder spannend zu sehen, dass natürlich über die Emissionen, die ja fraglos da sind, laufend diskutiert wird und das immer wieder Thema ist, Lärm und räumliche Verdrängung und so weiter. Gleichzeitig aber jene Gemeinden fast den stärksten Zuzug haben und den stärksten Baudruck. Und für uns ist es irgendwie ein bisschen ein Planungsparadoxon, dass die Leute gerade dorthin ziehen, wo es am lautesten ist. Aber offensichtlich hat es auch seine Vorteile. Also ich wollte einfach mitgeben, es ist wichtig, Entwicklungen transparent und für alle einschätzbar zu dokumentieren und zu erklären. Dann werden es auch angenommen. Wunderbar. Danke, Ralf Wunderer, für die Ausführungen. Wir haben jetzt eine kleine Beruhigungsrunde geplant und zwar möchten wir euch noch gerne für 3 Minuten in einen ganz kurzen Austausch in Kleingruppen schicken. Die Frage, die wir euch da mitgeben, ist dann auch die Frage, die wir dann gemeinsam diskutieren wollen noch. Und zwar, welche Frage ist für mich in der letzten Stunde aufgetaucht? Ja, welche Frage ist für mich in der letzten Stunde aufgetaucht? Es kann eine Frage sein, die man sich selber stellt, beziehungsweise eine Frage, die auch vielleicht an die beiden noch verbliebenen Referentinnen oder Inputgeber gestellt werden können. Wir haben jetzt gedacht, wir schieben euch einmal schnell in kleine Räume,
Für die, die technisch schon versiert sind, gibt es jetzt einen Link im Chat. Das ist jetzt nicht notwendig, aber ist ein super Add-on, wenn ihr in dem Raum landet und jemand vielleicht danach die Fragen, die so gestellt worden sind, in dieses Padlet übertragen kann. Das funktioniert ganz einfach. Man macht das auf, klickt unten auf den türkisen Plus-Button und kann dann sofort was übertragen. Ansonsten kann man das auch natürlich danach in den Chat schreiben beziehungsweise sich zu Wort melden. Das war jetzt ein kleines Add-on. Die Eva hat jetzt, glaube ich, 18 Gruppen vorbereitet. Wenn sie den Donau einschaltet, höre ich sie. Genau. 17 sind es jetzt, ja, weil sich ein paar verabschiedet haben. Ich werde jetzt die Breakout-Rooms starten und ihr klickt einfach auf den, nehmt die Einladung an und genau, drei dann Minuten automatisch wieder zurückgeholt. Ja? Schnelle Fragenrunde und wir sehen uns dann zum finalen Diskussionsteil wieder im Hauptraum. Wunderbar, danke für diese Runde. Das war eben gedacht jetzt ein bisschen als Aufwärmrunde, auch als Fragerunde. Ich poste noch einmal vielleicht den Link hinein und freue mich, dass wir doch sozusagen Römerland-Kanuntum Digital-Fit auch schon haben, weil ganz viele Dinge schon jetzt auch in das Padlet übertragen worden sind. Und ich eröffne jetzt die Runde, habe von der Sandra die Erlaubnis, dass wir unsere Verspätung beibehalten. Also wir machen die ersten 100 Minuten, die dehnen wir ein bisschen sozusagen und tun das so anpeilen, dass wir mit 19.50 Uhr auch fertig werden, außer es geht uns schon vorher der Gesprächsstoff aus, aber dann hätten wir sozusagen ein bisschen gedehnt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sozusagen die Fragen einzubringen, direkt über den Chat. Und wenn Sie gleich direkt an jemanden Konkreten richten wollen, das bitte dazu schreiben. Ansonsten über diese Handhebefunktion sich zu Wort melden und bitte die 30-Sekunden-Regel einhalten, sonst muss ich einschreiten, was ich ungern tue, natürlich. Also gibt es konkrete Fragen schon? Frau Zika hat jetzt einmal allen das Reden abgewöhnt. Vom Thomas Höppel kommt eine erste Frage an die beiden Referenten. Vielleicht eine kurze Stellungnahme noch zum Thema Umbruch zu geben. Also was ist sozusagen das, was vielleicht für Sie das Thema Umbruch ist? Vielleicht ergänzend, Entschuldigung, im Warentransport. Es ist ja irgendwo das ein Thema Warentransport gewesen. Und auf dieses Hauptthema Umbruch im Warentransport. Ich habe das jetzt so schnell im Chat nicht, ich habe das Wort Warentransport ein bisschen verschluckt. Perfekt. Also vielleicht zwei kurze Stellungnahmen noch von den beiden Referentinnen und Referenten zum Thema Umbruch im Warenverkehr, was Sie da wahrnehmen. Ja, also ich glaube, die wichtigsten Veränderungen werden sein, dass einerseits Logistikketten umgestaltet werden, dass man schaut, dass man Lieferanten oder Lieferketten gestaltet, die aus verschiedenen Weltgegenden kommen, die divers sind und die auch kleinteiliger sind, damit eben die Abhängigkeit im Krisenfall geringer wird. Und es wird viele technologische Entwicklungen geben, die die Tonnage, also das Gewicht dessen, was transportiert werden muss, weiter reduzieren wird. Und beides zusammen sollte, glaube ich, dazu beitragen, dass der Güterverkehr insgesamt moderater wächst, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Ralf Wunder, vielleicht auch nochmal kurze Stellungnahme dazu. Ton bitte einschalten, Ralf. Genau. Ja, ich bin da fast ein bisschen überfragt, weil ich ja nicht unbedingt Spezialist für den globalen Warenverkehr bin. Da ist der Dr. Ofner sicher der Mann, der das besser bewerten und beantworten kann. Ich sehe es ganz aufs Kleine heruntergebrochene in die Region oder eigentlich in die Siedlungsstraße so. Spannend wird werden, wie passiert der Transport zum Endverbraucher? Wie schickt
irgendein Onlinehandel seine Ware direkt zum Kunden, weil wir immer wieder die Diskussion führen, wir wollen die Autos wegkriegen von den Siedlungsstraßen, wir wollen wieder verschmälern, wir wollen wieder weniger Boden verschließen und versiegeln und diskutieren aber gleichzeitig, dass dann der Paketdienst von Amazon mit seinem LKW nicht mehr vor die Haustür fahren kann. Also das ist wieder eine sehr, sehr spannende Entwicklung, ob es da völlig neue Technologien wie Drohnen oder was auch immer geben wird. Aber da bin ich dann technologisch überfragt. Mhm. Dann ist eine Frage vom Hans Rupp im Chat. Welche Auswirkungen kann künstliche Intelligenz auf den Warentransport bzw. auf die Logistik haben? Also gibt es da so... Ja, ich glaube, sie wird schon eingesetzt und sie kann zu einer weiteren Optimierung natürlich beitragen. Und Optimierung meint, dass eben mit weniger Energieeinsatz mehr bewegt werden kann oder eben Umwege und unnötige Transportstrecken vermieden werden können. Ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass sozusagen die Globalisierung und die Vorteile, die aus der Globalisierung erwachsen, dass das völlig zurückgedreht wird. Also das sehe ich nicht, sondern im Gegenteil, die globale Arbeitsteilung bringt so viele Vorteile für die Entwicklung unserer Gesellschaft und der Menschen, dass sie sich weiterentwickeln wird, aber sie wird sich ausdifferenzieren und es wird mit Hilfe neuer Technologien eben mittel- und langfristig möglich sein, auch viele Transporte, die es heute gibt und die heute notwendig sind, überhaupt zu vermeiden. Spannend wird der Ansatz künstliche Intelligenz sicher beim Personentransport, beim lokalen öffentlichen Einrichtungen oder öffentlichen Verkehr sein, weil öffentliche Transportsysteme, ob das Busse sind, vor allem Busse, dann irgendwann einmal genauer auf den Bedarf reagieren können, weil mit Sensortechnik ausgestattete Haltestellen dann vielleicht unnötige Fahrten vermeiden werden und gleichzeitig ein lernfähiges System sich dann mehr auf die Nutzen, auf den Bedarf der Nutzer einstellen kann und die Fahrzyklen und Fahrtfrequenzen optimieren kann. Mhm. Dankeschön. Eine Frage kommt aus dem Chat an Sie, Herr Dr. Offner. Wie werden verbesserte Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und so weiter in den derzeitigen Niedriglohnländern die globale Arbeitsteilung beeinflussen? Naja, ich glaube, dass es also nie zuvor in der Geschichte der Menschheit eine so rasante Verbesserung der sozialen Bedingungen gegeben hat, wie in den letzten 30 Jahren. Ich kann nur allen ein Buch ans Herz legen, wenn man sich wirklich für den Zustand der Welt und auch die Triebkräfte, die dahinter stecken, interessiert und sie auch im Detail erfassen möchte. Das ist Steven Pinker, Aufklärung jetzt, ein über 600 Seiten dickes Buch, da möchte ich auch warnen, es ist einiges zu tun, um es zu lesen, aber es ist einfach, man sieht die Welt einfach, und mir ist es auch so gegangen, wirklich mit anderen Augen, wenn man sich da durcharbeitet, weil es einfach auch darauf hinweist, dass natürlich die Arbeitsteiligkeit so organisiert ist, dass viele Länder überhaupt erst über Niedriglohnangebote und über eine niedrige Produktivität, die sie haben, in den Produktionsprozess einsteigen können, dass ihnen aber das dann auch schrittweise die Chance gibt, über die Qualifizierung der Arbeitskräfte und über die Entwicklung einer eigenen wirtschaftlichen Struktur, sich sukzessive nach oben zu arbeiten. Und dafür gibt es sehr, sehr viele erfolgreiche Beispiele. Und das geht dann auch Hand in Hand mit sozialen Verbesserungen. Mhm. Und das sind dann sehr einfache Parameter, aber sehr entscheidende,
wie Säuglingssterblichkeit, wie die Zahl der Mädchen, die eine Schulbildung abschließen, bis eben zu härteren sozialen Fakten wie Lohnentwicklung, Kaufkraftentwicklung, Versorgung im Alter und ähnliche Dinge. Und was man generell sagen kann, ist, dass alle Staaten der Welt und alle Wirtschaftssysteme, wenn man jetzt von einigen extremen Diktaturen und Failed States einmal absieht, aber dass sich alle bemühen, ein System der Daseinsvorsorge und ein Sozialsystem einzurichten, das eben den Menschen bessere Lebensbedingungen bietet. Mhm. Und wie gesagt, da ist in den letzten 3 Jahrzehnten extrem viel passiert. Und das ist eine Entwicklung, die hoffentlich auch weitergeht. Und wer sich erinnert, vor 10 Jahren war Made in China sozusagen der Inbegriff von Billiggütern und Billigprodukten. Das ist inzwischen weitergewandert in die nächsten Länder wie Bangladesch oder auch Vietnam etc. Aber auch die verzeichnen ein stürmisches und positives Wachstum. Und insofern kann man heute sagen, dass die Entwicklungsziele, die die Vereinten Nationen beschlossen haben, eigentlich relativ punktgenau erreicht werden. Der Fortschritt, der globale Fortschritt, ein ungeheures Ausmaß annimmt, das aber nicht im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Und daher war auch meine Antwort auf die Frage, was ist sozusagen in einem Satz gesagt, das Wichtigste, um den Wandel zu bewältigen, aus meiner Sicht eine neue Aufklärung. Also, dass wir einfach mehr wissen über die Welt und über die Funktionsweise und auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse uns weiter turnen und nicht irgendwelchen Fake News folgen. Ich habe jetzt eine Wortmeldung vom Erwin. Erwin, bitte deine 30 Sekunden. Beginnen jetzt. Gut. Ich habe eine Frage zum ökologischen und zum unseren Fußabdruck. Wir haben eine Energierealität, dass wir quasi immer noch im Kolonialismus feststecken. Wir verbrauchen ungefähr 4 bis 8 Mal so viel, wie uns global zusteht im Vergleich zu anderen Menschen auf dieser Erde. Über 80% der Menschen werden von Kleinbauern ernährt und nicht von Hochtechnologie. Ich bin selber Architekt und ich bin trotzdem zuversichtlich, weil ich glaube, dass wir derzeit auf einen so ineffizienten Weg unterwegs sind in unserer Wirtschaftsweise und Lebensweise, dass wir in fast allen Bereichen bis zu 90% Einsparpotenzial haben, wie wir es im Wohnen, im Bauen gehabt haben. Dort haben wir die Einsparpotenziale realisiert. Ich sehe sie nicht im Materialfluss und im Verkehr. Wir haben weiterhin ansteigende Verbrauche und Primärenergiequoten und hier braucht es ein generelles Umdenken und eine Kostenwahrheit und die sehe ich weder im Flugverkehr noch im Autoverkehr und in vielen anderen Bereichen leider auch nicht. Mhm. Das war's. Danke, Erwin. Hast du eine Frage oder war das eher so ein Statement auch gedacht? Ja, also die Frage an Herrn Ofner, wie er zu der Position der Kostenwahrheit, zu dem Abdruck, den der Flugverkehr, ich bin wahnsinnig gern geflogen, ich habe mir das vor 2,5 Jahren abgewöhnt. Mhm. Ist Danke. Nicht vertretbar. Vielleicht eine kurze Antwort. Ja, also in vielem stimme ich Ihnen zu. Der Verkehr ist der Problembereich, weil wenn man also die produzierende Wirtschaft, ob Gewerbe oder Industrie, heranzieht, dann ist die Energieeffizienz dort dramatisch gestiegen. Und ich kann Ihnen als Beispiel nur uns selbst anbieten. Wir haben seit 2011 ein wirklich professionelles Energieeffizienzmanagement uns auferlegt und wir haben über 40% Energie eingespart, ohne die Funktionalität zu reduzieren und wir werden das weiter einsparen. Wir haben 75% CO2 eingespart und
Das, glaube ich, muss der Weg sein, dass man einfach die Systeme verbessert und optimiert. Mhm. Und die Instrumente dazu gibt es. Wir haben selber eine Software entwickelt, mit der wir unsere 150 Gebäude und über 150.000 Verbrauchspunkte optimieren und managen. Und das allein bringt rund 20% Effizienzgewinn. Und wir werden das weltweit vermarkten, weil es viele große Strukturen gibt, ob Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren und anderes, die also diesbezüglich noch in den Kinderschuhen sind. Und wir werden in Kürze der größte Photovoltaik-Erzeuger Österreichs sein, weil wir auch diese Möglichkeiten nützen und weil wir wissen, dass wenn man es effektiv macht, wir bereits unter Grid Parity produzieren können. Mhm. Also wir können günstiger produzieren, als der Strombezug aus dem Netz ist. Und was die Kostenwahrheit anbelangt, so glaube ich nur, dass man berücksichtigen muss, dass der Flugverkehr der einzige Verkehrssektor ist, der sich 100% seiner Infrastruktur selber zahlt. Also keine öffentlichen Zuwendungen, keine Subventionen oder irgendwas derartiges hat. Und das müsste man natürlich und sollte man berücksichtigen, wenn man Verkehrsträger vergleicht, weil das ist bei Straße und Schiene natürlich ganz anders. Mhm, danke. Daniela Koller, deine 30 Sekunden noch. Das Mikro nur schnell. Ja, ich hätte noch folgende Frage, und zwar in den 30 Jahren sozusagen, die ich jetzt aktiv in der Region mitbekomme, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass unsere Region, gerade was den Warenwirtschaft betrifft, so ein bisschen das Tor in Richtung Osten ist. Und so ein bisschen dieser Knotenpunkt, wenn man sich jetzt Europa anschaut und dann quasi sich in den Osten bewegt. Persönlich und sozusagen auch mit vielen anderen aus der Region gesprochen, zieht es uns aber als Personen immer so ein bisschen in Richtung Westen, also so Richtung Wien, also was unser Pendelverhalten und so betrifft. Und da ist meine Frage, wie wird das jetzt auch aus dieser Krise heraus gesehen, sie in Zukunft gestalten? Also wird unsere Region, der Standort Flughafen und was alles auch so zur Mobilität dazugehört, auch noch in den weiteren Jahren sozusagen so dieser Knotenpunkt in Richtung Osten sein oder wird sich das vielleicht auch noch ein bisschen weiter verschieben? Mhm. Danke, Daniela. Bitte um eine kurze Antwort. Vielleicht nur kurz von meiner Seite. Ich sehe so, dass wir als Region uns auch in einer laufenden Wandlung befinden. Wir werden uns immer mehr in Richtung menschliches Potenzial, Dienstleistungen und so weiter entwickeln. Die produzierenden Gewerbe in unserer Gegend werden ja immer weniger und dementsprechend glaube ich schon, dass wir Knotenpunkt auch bleiben werden, aber vielleicht mit einer anderen Art von Logistik, die eher weg vom reinen Warenverkehr Richtung Human Resources, menschlicher Kapazitäten, Transport von Dienstleistern und so weiter gehen wird. Weil der reine Frachtverkehr, für das haben einfach zu wenig produzierende Industrie bei uns. Mhm. Mhm. Vielleicht noch eine kurze Antwort nehmen, Dr. Hoffner. Ja, teile ich. Super. Dann Fritz hat die Hand gehoben. Ja, danke. Ich habe eigentlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, aber ich frage es gerne an alle, wer immer sich dazu berufen fühlt, wie Sie das sagt. Erstens habe ich mich gefragt, wo der Marco über diese Zukunftskompetenzen geredet hat, ob die nicht auch für das Individuelle gelten. Also wie gehe ich selber mit meiner Zukunft um, mit meinen Krisen, mit meiner, weiß nicht, drohenden Arbeitslosigkeit oder was auch immer. Und dann habe ich mir gedacht, wo die Sandra ganz am Anfang gesagt hat, seit sie Medien konsumiert, liest sie immer von Krise. Und das ist für jemand wie mich, ich bin 61, anders. Seit ich, also als ich angefangen habe, Medien zu konsumieren, in den Anfang der 70er oder so, das Ende der 60er, da war noch Wachstum. Ja, da waren dann auch die ersten. Aber wir haben sozusagen viel mehr in die Zukunft gehabt. Und deswegen denke ich mal, vielleicht braucht man neben diesen Zukunftskompetenzen auch sowas wie Krisenkompetenzen. Mhm. Und vielleicht haben das die jungen Leute schon mehr, weil die sozusagen, wie das andere am Anfang gesagt hat, nichts anderes kennen. Und wir Alten glauben immer, nein, es wird schon wieder aufwärts gehen, was können wir tun, dass es aufwärts geht? Aber eigentlich war das eine historische Einmaligkeit und wir müssen einfach damit umgehen, mit dem, wie es ist. Und diese Schwankungen, die der Marco gesagt hat, es ist eben so, wie die Welt ist.
und damit müssen wir umgehen, ob es uns taugt oder nicht. Mhm. Fritz, die Frage noch einmal, die du dir gestellt hast. Das ist die Frage, seht ihr das auch so? Brauchen wir diese, wie können wir das entwickeln? Ist in unserer Gruppe auch diskutiert worden, wie können wir eigentlich diese, ist das nicht nur was für uns, die Elite, oder wie dann da die anderen? Vielleicht kurze Stellungnahmen zu Fritz, einer Frage, die ja philosophische Frage ist, um 19.48 Uhr. Naja, ich glaube, man kann nur verteilen oder es steht eben nur zur Verfügung, was vorher erarbeitet wurde. Das heißt, die Frage, ob es künftigen Generationen bei uns besser gehen wird, hängt davon ab, ob wir international wettbewerbsfähig bleiben, ob wir das umsetzen, was unser Vortragender heute gesagt hat, nämlich, dass wir agil sind, dass wir flexibel sind, dass wir schnell lernen und dass wir die neuen Technologien effektiv einsetzen, dass wir unser Wissenskapital, das wir anderen noch voraus haben, wirklich optimal nutzen. Ja, dass auch mehr junge Leute technische Fächer studieren, Chemie, Physik und Ähnliches, weil das sind die Fähigkeiten, die über die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit entscheiden werden. Und insofern, glaube ich, kann man gar keine Vorhersage machen. Wenn wir es versemmeln, dann werden wir in die Peripherie verschwinden, global gesehen. Wenn wir unsere Potenziale ausschöpfen, dann glaube ich, dass wir durchaus wettbewerbsfähig sind und dass wir uns behaupten können. Und dann wird es auch künftigen Generationen noch besser gehen als den bisherigen. Mhm. Danke. Vielleicht gibt es noch ein Statement zu dieser Frage. Ja, ich sehe es so, dass eigentlich das bei uns selber beheimatet ist, das zu lösen, weil gerade die Einstellung, wie ich an die Sachen herangehe und wie objektiv ich mich mit neuen Entwicklungen auseinandersetze, gibt mir erst die Möglichkeit, positiv zu denken und mich weiterzuentwickeln und nicht immer mit diesem uns doch eigenen Negativismus an Dinge heranzugehen. Ich glaube, da liegt es an uns allen selber, das so zu entwickeln. Super. 19.50 Uhr ist es, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben in der Zwischenzeit, beziehungsweise die Eva hat in der Zwischenzeit, die zeigt es vielleicht einmal her, alle Fragen auch versucht zu dokumentieren. Wir werden auch die Fragen bzw. die Diskussion, die im Chat auch war, ein Stück weit auswerten. Das sagt dann die Sandra vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, wo die hinkommen könnten. Das heißt, das ist jetzt sozusagen einmal eine Fragensammlung, die Sie oder ihr jederzeit unter dem Link, den Normal Post, auch abrufen können und die uns auch dann dienen für Inspirationen, für Blogbeiträge. Und bei den Blogbeiträgen auf www.100minutenzukunft.at kann man auch kommentieren und noch einmal seine Meinung abgeben. Bevor die Sandra jetzt sozusagen ins endgültige Finale einläutet, haben wir noch eine kleine Abschlussübung sozusagen vor. Und zwar würden wir Sie kurz bitten, einfach auf diesen Link zu klicken, den ich jetzt in den Chat stelle und uns noch den wichtigsten Begriff dazulassen. Also welchen Begriff nimmst du von heute mit, wenn ihr jetzt auf den Link im Chat klickt, menti.com, könnt ihr dort einen Begriff eintragen und wir schauen mal, wenn die Ersten es geschafft haben. Welchen Begriff Unlearning Nummer 1, wer immer das war, super Lebensqualität, Zukunftskompetenz, Veränderung, also Begriffe, die häufiger genannt werden, werden dann größer. Also Unlearning dürften mehrere eingetippt haben schon. 9 insgesamt. Lebensqualität, Flexibilität, auch ein Begriff, der öfter vorkommt. Die Veränderung, Neudenken als Begriff, neue Aufklärung, Human Resources, Unlearning. Ja, das wird so ein bisschen der Hauptbegriff momentan von 18 Leuten bevorzugt. Die Lernbereitschaft kommt dazu. Auch dieses
Mentimeter, die Mentimeter-Umfrage wird in den nächsten Tagen in irgendeiner Form im Blog verwurstelt und verarbeitet werden. Bitte noch einmal kurze Chance für die letzten, jawohl, da tut sich noch ein bisschen was. Krisenkompetenz kommt dazu, Veränderung, Flexibilität, Unlearning, neue Aufklärung sind so die Highlight-Begriffe. Wir lassen es einfach nur ein bisschen laufen und ich gebe jetzt dann weiter an die Sandra für den sozusagen Abschluss und Ausblick. Ich stopp mal meinen Bildschirm und gebe an dich frei. Ja, vielen Dank. Ich habe heute viel gelernt, nicht nur von den Referenten international und regional, sondern auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich habe so das Gefühl, dass die Serie zu einem guten Zeitpunkt kommt, so in der hoffentlich ausklingenden Phase von der Corona-Pandemie, die doch viele dazu gebracht hat, manche Dinge zu hinterfragen. Das haben wir halt immer schon so gemacht und vielleicht auf neue Ideen kommen für die Zukunft. Also von dem her ist es ein guter Zeitpunkt. Das Thema Umbruch war sehr, insgesamt für mich sehr allgemein gehalten. Das eigentliche Thema Logistik, Transport haben wir für meine Begriffe eher nur gestreift, aber das ist auch okay, weil, wie wir ja eingangs schon gesagt haben, der Verkehr trifft ja alle Lebensbereiche in der einen oder anderen Art. Den Umbruch hätten wir jetzt im Webinar abgehandelt. Das nächste Thema, dem wir uns widmen wollen nächste Woche, same time, same station, ist die Produktion. Da werden uns dann der Reinhold Lang und der Herbert Staber und der Christopher Ehrenberg beehren mit ihrem Wissen und uns hoffentlich bereichern. Und ja, alles, was jetzt an Statements, an Kommentaren, an Fragen gekommen ist, über welchen Kanal auch immer, werden wir sammeln. Das wird ein bisschen Arbeit sein und ein bisschen dauern. Aber es wird alles auf die Website kommen. Fragen werden wir noch an die Referentinnen und Referenten weiterleiten, wenn sie bereit sind, noch ein bisschen was schriftliches Feedback zu geben. Das wäre ganz, ganz toll. Alles wird auf der Homepage gesammelt und wir nehmen das natürlich als Regionalentwicklungsverein und als Club of Rome Conundrum mit in unsere zukünftige Arbeit für Projektideen, für Dinge, die man schnell umsetzen kann, visionäre Dinge, die vielleicht erst in 30 Jahren dann zur Umsetzung kommen oder ihre volle, wie soll man sagen, sich voll entfalten können. Aber für heute mache ich Schluss. Ich glaube, die Köpfe sind eh schon sehr voll. Also nochmal der Hinweis auf die Homepage 100minutenzukunft.at. Und mir bleibt eigentlich nur mal ein Wort zu sagen. Ich mache aber trotzdem einen Satz daraus. Danke. Danke fürs Mitdiskutieren, fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben, auch wenn wir die 100 Minuten ein bisschen ausgedehnt haben. Und danke vor allem an alle, die in irgendeiner Art und Weise an dem Projekt beteiligt waren. Man macht ja gar keine Vorstellung davon, wie viele Köpfe und doch ein bisschen Hirnschmalz nötig ist, um sowas auf die Beine zu stellen. Also vielen Dank. Und auf Wiedersehen bis nächste Woche.